Welche Fremdsprachen kennen Sie denn? Fremdsprachen? Ja, kennen Sie Englisch, Französisch oder? Englisch. Englisch ist sogar Fremdsprache in dem Sinne. Das spricht heutzutage schon jeder. Fremdsprachen sind für mich, sagen wir mal, Chinesisch oder Indisch. Oder so bestimmte indische Dialekte, die vom indogermanischen Sprachstamm wieder so stark abweichen, dass schon wieder Eigensprache für sich sind. Das sind für mich Fremdsprachen. Und wenn Sie mir so fragen, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, Chinesisch kann ich nicht. Das sage ich Ihnen gar, da möchte ich nicht legen, aber das geniere ich mir gar nicht, weil es können viele nicht, gell? Und außerdem, schauen Sie ja ehrlicher, diese Sprachen werden ja gar nicht so häufig gebraucht, wie das immer wieder behauptet wird. Und dann möchte ich eines nicht wissen. Ob einer von Ihren Reiseleitern, gell, das möchte ich nicht wissen, ob einer von Ihren Reiseleitern alle diese Sprachen spricht. Das möchte ich nicht wissen. Also jetzt passen Sie mal auf, Herr Häusler. Na, da ist er nicht. Aber Sie haben doch gesagt, dass er sich wo vorstellen soll. Vielleicht ist er da noch. Nein, da ist er auch. Und ich muss ihn dringend sprechen, weil wegen dem Mädel. Sie muss doch irgendwo schlafen. Ja, ist die jetzt alle noch bei einer? Ja, weil sie keinen Wohnsitz hat. Da muss man sich doch kümmern. Das habe ich ihnen gleich gesagt, dass wir uns da nicht einmischen sollen. Das habe ich kommen sehen, dass sie es jetzt am Hals haben. Na, was ist jetzt? Was denn jetzt? Ich kann auch gar nicht weg da. So ist es beim Friseur. Wir haben heute Nacht einen Haufen Geld von der Liedertafel. Ja, das ist jetzt blöd, ist das. Was machen wir denn jetzt da? Da brauchen Sie gar nichts machen, das machen wir schon selber. Aber wenn Sie meinen Enkel sehen, dann sagen Sie ihm, er soll gleich kommen oder antelefonieren. Dankeschön, Frau Hellmeier. Bitte schön, wiederschauen. Wo wollen Sie jetzt hin? Irgendwo hin. Oh, irgendwo hin. Irgendwo kann man immer hin. Drum Skret, da bleiben Sie jetzt. Irgendwo hin, wo Sie keinen Wohnsitz haben. Fräulein, könnten Sie mir bitte das Etikett da wegmachen? Das stört ein bisschen. Das wirkt sehr störend. Das Etikett vorne. Oh, schon viel besser. Oder? Was sagst du dazu? Ja, viel besser, weil jetzt auch der Buckel weg ist, gell? Was für ein Buckel? Na ja, der leichte Buckel, den du sonst dabei hast. Wer, wo, was hat wer Buckel? Jetzt komm, ich lass dich nicht ärgern von denen, da die haben überhaupt keine Ahnung. Sehr schön ist das jetzt ohne das Etikett. Da brauchen wir jetzt nur eine graue Flanellhosen dazu. Hm? In der Badehose hat der Charlie Alber schon so einen leichten Buckel gehabt. Der ist jetzt weg. Ja, Gott sei Dank. Ist auch verheerend für einen jungen, aufstrebenden Reiseleiter, wenn der einen Buckel hat. Ich stell dir das vor, das ist ein Strand. 20 hübsche junge Damen in der Gruppe, Musik machen, will baden. Und dann kommt der Reiseleiter daher und einen Buckel. Das ist doch gut, wenn er so eine Bläser dabei hat. Ja. Und ein taubenblaues Hemd. Ah, ihr seid ein Blöd, seid ihr. Das nehmen wir jetzt. Sehr schön ist das. Wie ein junger, seriöser Geschäftsmann. Sehr schick ist das.